50 Euro im Monat für ein Elektrofahrrad. Mit diesem Leasingvertrag will die Salzburg AG derzeit den Autofahrern den Umstieg auf eine umweltfreundlichere Alternative schmackhaft machen. Teil des Angebots ist die kostenlose Nutzung für die Salzburger Busse. Der Hauptvorteil des Elektrofahrrads sei es allerdings, dass dessen Bedienung weniger schweißtreibend ist als die eines normalen Radls. Es gibt einfach ab und zu Termine, wo man es sich nicht leisten kann, dass man total verschwitzt ankommt. Gerade im Businessbereich ist das sehr üblich. Es ist im Prinzip ein Ersatz für das Auto. Also wir sehen es ganz klar als Ersatz für das Auto, wenn Sie innerstädtisch 5, 7, 10 Kilometer unterwegs sein müssen, wenn Sie Termine haben. Die SN machten den Test. Ist das Kombiangebot Bus und Fahrrad wirklich eine vernünftige und vor allem zeitsparende Alternative zum Auto? Bei gleichzeitigem Start in der Bayerhammer Straße bei der Salzburger AG sollten die SN-Mitarbeiter Bettina und Johannes möglichst schnell zum Pressezentrum in die Karolinger Straße gelangen. Der leidenschaftliche Radler Johannes hat es gleich von Beginn an recht eilig. Zusätzlich unterstützt vom Elektroantrieb lässt sich sein Fahrrad auch nicht von Staus vor Kreuzungen aufhalten. Fast schon zu schnell für die Kamera saust er durch die Stadt. Nach genau 15 Minuten schiebt er sein Gefährt in den Fahrradständer des Pressezentrums. Geschwitzt hat er kaum. Ab 25 km/h schalten Sie den Elektroantrieb aus. Und da wird es dann schon ein bisschen anstrengender. Aber ich habe immer geschaut, dass ich unter 25 bleibe und bin so gemütlich dahin gecruised und nicht eine Sekunde ins Schwitzen gekommen. Würdest du dein Rennrad gegen so Elektrograd tauschen? Nein, würde ich eigentlich nicht machen, weil es im Rennrad zum Fahren einfach lustiger ist. Aber das ist sicher für Leute witzig, die im Anzug in die Arbeit müssen oder einfach Fahrkomfort haben wollen, soweit es im Rad möglich ist. Also es ist ein nettes Ding, sehr weiter zu empfehlen. Eher unfreiwillig gemütlich geht es bei Bettina voran. Vor allem das Umsteigen kostet Zeit. Zwar ist sie nach 11 Minuten am Hanusplatz angekommen, allerdings muss sie nun weitere 5 Minuten auf den nächsten Bus warten. Der kommt ebenfalls genau nach Fahrplan an. Nachdem das Pressezentrum aber nicht ideal an das Verkehrsnetz angeschlossen ist, kommt noch ein 5-minütiger Fußmarsch dazu. Ziemlich genau 40 Minuten. Um 20 nach 10 ist es weggegangen, jetzt ist Punkt 11. Ja und Resümee? Resümee, bei dem Wetter wäre ich auch lieber mit dem Rad gefahren. Busse sind zwar klimatisiert und angenehm, aber ja, sie halten auch auf, vor allem die Wartezeit beim Umsteigen. Kollege Johannes wartet bereits eine knappe halbe Stunde. Das Elektrofahrrad ist sicher eines der schnellsten Fortbewegungsmittel in der Stadt. Für ein gutes Kombiangebot müsste der Bus allerdings mehr als nur einen Zahn zulegen.